Ganz herzlichen Dank. Ich als Architektin, die eigentlich mit Bildern arbeitet, konfrontiere Sie nicht mit Bildern, sondern nur mit Text. Sie hatten mich schon bei dem Interview gefragt nach meinem Bezug zu Schinkel. Ich bin Berlinerin und insoweit mit den großen Setzungen dieser stadträumlichen Figuren gut betraut. Und mein Bezug zu Schinkel ist natürlich auch im Studium entstanden als einfach ein großartiges Werk, was sich einfach durch eben diese Setzungen und diese Klarheit und wie Herr Neumeier es ausgedrückt hat, auch die wunderbare Ruhe ausdrückt, die die Gebäude vermitteln. Und dennoch halte ich meinen Vortrag unter dem Titel Für die Baukultur wieder den Kleinmut und würde vielleicht persönlich noch ergänzen für die ruhige Setzung. Die Wiedererrichtung der Bauakademie, um die jahrzehntelang gerungen wurde, ist seit dem Haushaltsbeschluss des Deutschen Bundestages 2016 unter dem Motto so viel Schinkel wie möglich beschlossene Sache. Der anschließend durchgeführte international offene Programmwettbewerb, wir hatten darüber schon gehört, hat die Basis für die Nutzung geschaffen, nämlich für die Bundesstiftung Bauakademie als offenes Haus. Das erklärte Ziel heißt, dem Bauen der Zukunft einen Ort zu geben im Diskurs und Dialog, im Experiment und Ausstellen und in der Bauweise selbst. Nun endlich ist der international offene Realisierungswettbewerb für dieses Jahr geplant. Und um den Ansprüchen Historie, Nachhaltigkeit, Innovationskraft gerecht zu werden, wurde zur Wettbewerbsvorbereitung der Think Tank berufen. Herzlichen Dank auch für die Aufklärung. Aufgabe dieses Expertinnengremiums ist die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Wettbewerbsauslobung, die Zielmarken des nachhaltigen Bauens. Die Vorbereitung der Auslobung scheint allerdings paradox. Anstatt das Ergebnis des noch laufenden Thinktanks abzuwarten, präsentiert die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen jüngst den Entwurf einer Gestaltungsverordnung, welche die originalgetreue äußere Gestalt auf Grundlage der Schinkelschen Bauzeichnungen festsetzt oder festsetzen möchte und damit weit über die aktuell im Bebauungsplan festgesetzten stadträumlichen Vorgaben zu Kubatur und Außenmaßen hinausgeht, welche ich persönlich hervorragend finde, das möchte ich vorausschicken und gar nicht in Frage stelle. Die Idee der Gestaltungsverordnung steht nicht nur im Widerspruch zum abgestimmten Verfahren, sondern vor allem inhaltlich im Widerspruch zum Vorhaben selbst. Die historische Bauakademie von Carl Friedrich Schinkel stand in ihrer Zeit für Innovation und zukünftige Bauweisen. Mit seinem Freund Beuth hatte Schinkel einen Ort der freien Geister, der Bauingenieurskunst und Architekten geschaffen, um progressive neue Wege im Bauen zu finden. Schinkels Bauakademie begeistert also nicht nur durch ihre großartige Setzung, die ich schon erwähnt hatte, und ihre beeindruckenden Proportionen in Baukörper- und Fassadengliederungen, also ihrer raumbildenden Energie, die hier auch schon angeführt wurde. Ich glaube, das ist das, was man tatsächlich spürt. Vor allem begeistert sie, weil ihre Bauweise für die damalige Zeit neu war und neue Formate und Konstruktionen hervorgebracht hat. Schon damals war es der Auftrag, produzierendes Gewerbe und Konstruktion zusammenzubringen, auch zur Unterstützung des produzierenden Gewerbes und der Forschung. Die Fassade war Ausdruck der inneren Struktur, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Übertragen auf die heutige Bauaufgabe ist es also eine Selbstverständlichkeit, ein Werk auszuschreiben, welches die Kohärenz von Nutzung und Architektur, von Inhalt und äußerem Erscheinungsbild ermöglicht. So bedeutet im Sinne der heute dringend gebotenen Nachhaltigkeit die Festlegung auf eine originalgetreue Rekonstruktion einen Rückschritt, der beispielsweise, so habe ich das verstanden, Reuse-Lösungen unmöglich macht und das erklärte 1,5-Grad-Klimaziel völlig außer Acht lassen würde. Ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Mit einer Rekonstruktion der Fassade würde die Idee der Bauakademie stattdessen banalisiert und eine Banalisierung der Bauakademie sollten wir uns, auch im Sinne Schinkels, so wie ich ihn verstehe, auf keinen Fall leisten. Darüber hinaus formuliert die Senatsverwaltung mit ihrer Vorgabe zur originalgetreuen Rekonstruktion ein tiefes Misstrauen in die zeitgenössische Baukultur. Warum dieser rückwärtsgewandte Blick voller Kleinmut? Haben nicht viele Projekte gezeigt, und ich nenne jetzt hier mal so ein etwas artfremdes Projekt, was mich aber wirklich begeistert, sind die Meisterhäuser von Kühn-Malvezzi in Dessau, wie ein Umgang mit dem Wiederaufbau auf eine Weise gelingen kann, die sowohl dem Erbe des Vergangenen als auch der Setzung im Hier und Jetzt gerecht werden. Und welch große Chance besteht darin, in einem offenen Realisierungswettbewerb die besten Ideen zu finden
und daraus die zeitgemäße Antwort für die Wiedererrichtung der Bauakademie zu schaffen. Unsere These: wäre Schinkel angehalten worden, die Bauakademie nach historischem Vorbild aufzubauen, und da widerspreche ich meinem Vorredner, wäre nie dieser Ort der Innovation entstanden. Also warum diese Angst vor einer Weiterentwicklung im Sinne Schinkels? Und ist es nicht somit im Sinne der Bauakademie eine Verpflichtung, mit der Konvention zu brechen? Und warum soll sich gerade die Bauakademie nicht mit den aktuellen Fragen nach klima- und ressourcengerechten Bauweisen stellen? Sie kennen alles Zitat von Karl Scheffler: Berlin ist verdammt, immerfort zu werden und nie zu sein. Jede Phase ist verpflichtet, sich mit dem Bestehenden auseinanderzusetzen und diese weiterzubauen. Denn die städtische Morphologie aufzunehmen und weiterzuführen, ist nicht falsch. Gleichzeitig muss die Stadt Berlin mit ihren unterschiedlichen städtebaulichen Schichten, die Ausdruck politischer und gesellschaftlicher Ideen sind, umgehen, dazu stehen und mit ihnen weiterarbeiten. Ich finde, es ist deutlich geworden in dem Vortrag von Ephraim Gothe, wie diese Schichten miteinander arbeiten. Das Nebeneinander dieser Schichten und städtebaulichen Ideen gilt es zu akzeptieren, denn aus dem Neben und Miteinander entsteht in dieser Stadt häufig eine Vielfalt und eine Spannung, die einen Großteil des Lebensgefühls und der positiven Sicht auf Berlin ausmachen. Und mit dem Humboldt-Forum, leider müssen wir in diesem Zusammenhang darüber sprechen, haben wir inzwischen nicht ganz zufällig in unmittelbarer Nachbarschaft ein gebautes Beispiel der These, zunächst eine Hülle zu bauen und sich anschließend Gedanken über dessen Inhalt zu machen. Das ist ja nur die andere Seite der Medaille, sich Gedanken über den Inhalt zu machen und dem dann eine Hülle überstülpen zu wollen. Ich betrachte den Versuch, mit der Rekonstruktion des Schlosses der Berliner Mitte einen Teil ihrer zerstörten Identität wiederzugeben, als gescheitert. Der Kleinmut, da ist er wieder, mit dem versucht wurde, das äußere städtische Bild einer früheren Epoche ohne dessen Inhalt wiederherzustellen, hat nicht funktioniert. Das ist sehr bedauerlich. Es ist nicht alleinig die Rekonstruktion der Fassade, weswegen das Projekt gescheitert ist. Es sind auch nicht Inhalt und Form der Ausstellungen, sondern es ist an dem Versuch gescheitert, eine festgelegte Form mit festgelegtem Ausdruck kompromisslerisch mit Inhalt zu füllen. Das Scheitern drückt sich meines Erachtens darin aus, dass ein Gebäude entstanden ist, das zwar räumlich eine schmerzliche Lücke gut füllt, wir haben es gerade gesehen, wie die Bezüge aufgenommen werden, dessen Ausstellung inhaltlich zu begeistern vermögen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, jedoch das Ganze sich nicht zu einem guten Geist zu fügen vermag, mit dem sich die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt identifizieren können. Von Begeisterung wollen wir gar nicht sprechen. In Vorbereitung dieser heutigen Veranstaltung hat mich auch angesichts der Rednerliste interessiert, was unsere zumeist eine halbe Generation jüngeren Mitarbeitenden, das sind so ungefähr 30, zum Vorhaben der Bauakademie und den Vorstellungen einer Gestaltungsverordnung meinen. Neben Ausdruck von Unverständnis, Verärgerung bis Wut bei den einen und Ratlosigkeit und Schulterzucken bei den anderen waren vor allem zwei Aussagen von besonderem Interesse. Ein Kollege meinte, etwas provokant und doch wahr, dass ihn das Thema nicht interessieren würde, da für ihn inzwischen Berlin erst wieder ab dem Alexanderplatz auf der einen Seite und dem Tiergarten auf der anderen Seite anfange. Die historische Mitte wird sozusagen als Ort des Interesses herausgeschnitten. Ein anderer Kollege meinte, vielleicht wäre die Rekonstruktion der Fassade das kleinere Übel, da er der Berliner Politik und Verwaltung die Umsetzung eines ambitionierten Vorhabens wie der Errichtung einer neuen Bauakademie nicht zutrauen würde. Diese Äußerung von ambitionierten, das ist nicht lustig, diese Äußerungen von ambitionierten Architekten in unsere Stadt sind nicht zynisch gemeint, sie sollten uns daher umso mehr zum Nachdenken auffordern. Es ist mit Blick auf den Wettbewerb also bereits abzusehen, dass durch einen Vorgriff auf die äußere Form das Verfahren in ein Dilemma geführt wird und damit eine Auslobung hervorbringen wird, die nur unbefriedigende Ergebnisse als Resultat haben wird. Wenn Sie also den Geist und Inhalt einer Bauakademie im Sinne Schinkels bauen wollen, und so verstehe ich bisher den Beschluss, dann bitte auch ohne Wenn und Aber. Wenn Sie jedoch Schinkels Bauakademie wieder rekonstruieren wollen, dann rekonstruieren Sie Schinkels Bauakademie bitte ohne Wenn und Aber. Aber dann erwarten Sie bitte nicht, dass hier ein Ort des Austauschs, der Forschung und des Denkens in die Zukunft im Sinne Schinkels passiert. Dann müssen Sie den Programmwettbewerb vergessen und die Idee, dem Bauen der Zukunft an dieser Stelle einen Ort zu geben. Das wäre äußerst bedauerlich.
Die Aufforderung vom BDA, also vom Verband der freischaffenden Architektinnen und Architekten, also die, die potenziell an solch einem Wettbewerb teilnehmen, ist, die Auslobung so zu gestalten, dass dieses Werk einer neuen Bauakademie, also Baukunst, entstehen kann. Die Aufforderung des BDA ist, die Ergebnisse des Think Tank zur Basis eines offenen Wettbewerbs zu machen. Aber die Aufforderung ist auch, das Gebäude nicht zu überfrachten. Denn wenn Sie eine eierlegende Wollmilchsau ausschreiben, bekommen Sie keine Baukunst. Baukunst wird uns nicht gelingen, wenn wir versuchen, alle mitzunehmen. Das ist zwar keine beliebte, jedoch realistische Erkenntnis. Baukunst kann nur entstehen, wenn die Auslobung kohärent, eindeutig in der Aussage und der Zielsetzung und gleichzeitig ergebnisoffen ist. Sie werden scheitern, wenn Sie versuchen, nicht geklärte Zielsetzungen in den Wettbewerb zu verlagern. Und Sie werden scheitern, wenn Sie dem Versuch unterliegen, Inhalt und Form voneinander zu trennen. Ich wäre sehr froh, wenn ich meinen jungen Kollegen gegenüber Recht behielte und wir beweisen könnten, dass die historische Mitte als identitätsstiftender Ort doch noch nicht verloren ist, die Bauakademie ein Ort mit Strahlkraft wird und die Berliner Politik und Verwaltung unter Beweis stellt, dass sie dies leisten kann. Vielen Dank. Applaus